Was tun in Ausnahmesituationen, wenn alte Muster hochkommen und meine Ressourcen einfach erschöpft sind, die Handlungsmöglichkeiten, die ich sonst immer so hatte, sich irgendwie nicht mehr anfühlen als solche? Darum soll es heute gehen. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Wir werden eine Zuschauerfrage beantworten. Und zwar von einer Teilnehmerin aus unserer Herz-über-Kopf-Community auf Facebook. Sie schrieb uns: Hallo ihr Lieben, es gibt ja das normale Leben und den normalen Alltag. Dafür habe ich Ressourcen und Handlungsoptionen. Dann kam Corona mit noch nie dagewesenen Einschränkungen und jetzt der Russland-Ukraine-Krieg. Und da hören irgendwie leider meine Ressourcen auf. Da ist die Bedrohung im Außen so krass und heftig, dass meine bisherigen Erfahrungen und meine Strategien einfach nicht mehr ausreichen. So bin ich, obwohl zuckerfrei im letzten Jahr, regelrecht in die Schokoladensucht geraten und habe mir quasi 15 Kilo angefüttert. Also, schreibt für mich gerne, welche Ressourcen greifen bei euch und bei diesen Worst-Case-Situationen. Vielen Dank schon mal. Und wir fanden das so toll, dass wir gedacht haben, dass wir einfach fest davon überzeugt sind, dass viele Menschen das gerade haben, dieses Gefühl, ja, normalerweise kriege ich das ganz gut hin. Ich kriege den Alltag bewältigt und ich weiß schon, wie ich umgehen muss, welche Strategien ich mir aneignen kann, damit ich klarkomme, auch in herausfordernden Situationen. Aber jetzt, bei dieser Gefahr im Außen, da weiß ich nicht mehr, was ich machen soll und da falle ich einfach zurück in alte Muster. Ich glaube, dass Süchte und alte Handlungsstrategien, die nicht so günstig sind, gerade mehr denn je wieder hochkommen und sich zeigen, weil man vielleicht manchmal sogar denkt, ach, weißt du was, jetzt ist eh schon egal. Ich kenne das selber auch bei mir, ne? Ich denke mir dann so, oh mein Gott, ich ernähre mich doch relativ gesund und alles. Wenn jetzt morgen hier irgendwas Schlimmes passiert, dann habe ich auf all das vielleicht verzichtet. Hat es dann überhaupt Sinn gemacht? Also ich kann das sehr gut nachfühlen und kann auch verstehen, dass man dann zu Schoki greift, weil man sich denkt, ach komm, jetzt ist eh schon egal. Mich beruhigt das, mir gibt das ein gutes Gefühl, also mache ich das jetzt einfach. Und da wollen wir dir heute ein paar Ideen mitgeben, wie du trotzdem immer wieder Hoffnung schöpfst, wie du vielleicht auch ein Stück weit resilienter wirst und den Sinn für alles nicht verlierst, sondern vielleicht einen neuen Sinn gewinnst. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dann beruhigt mich das und ich glaube, genau darum geht es. Es geht darum, dass wir uns mit unseren Mechanismen versuchen zu beruhigen, die Gefühle letztendlich wegzumachen. Und da geht es darum, dass wir, und das ist ja ein Kernpunkt unserer Arbeit, dass wir davon ausgehen, ja, dass einfach Emotionen, die wir eben irgendwann mal weggedrückt sind, nicht weg sind. Und dass wir davon ausgehen, dass je mehr wir in unserem Lauf des Lebens tatsächlich Gefühle wegdrücken, umso stärker, umso größer ist die Ladung. Und genau solche Situationen, die jetzt gerade da sind, holt die ganzen alten Ängste, die vielleicht schon sehr, sehr lange zurückliegen, vielleicht bis in deine Kindheit zurückreichen, dass wir diese Ängste jetzt plötzlich ja wieder hochholen. Und das passiert oftmals explosionsartig. Und wir haben in unserer Arbeit schon so oft erlebt, dass es nicht unbedingt das ist, was jetzt gerade passiert, was diese Ängste tatsächlich so vehement auf den Plan ruft, sondern dass es die Ängste von uns als Kind vielleicht oder als Jugendlicher sind, so Grundängste. Und ich sag mal, diese Angst zu sterben oder die Angst, das nicht hinzukriegen, die ist, glaube ich, ja ganz oft bei Kindern. Und nicht unbedingt, weil sie so dramatische Situationen erleben, sondern weil sie zum Beispiel alleine sind als Baby und nicht wissen, wie es weitergehen kann ohne Mama und ohne Papa. Und in meinem, so Menschen in meinem Alter sind, da war es noch doch sehr empfohlen, dass man Kinder auch mal schreien lässt, auch mal alleine lässt, weil das macht die Lungen kräftig. Und es kann sehr gut sein, dass ein Baby dann wirkliche Todesängste hat. Jetzt kommt man in so eine Situation wie mit dem Ukraine-Krieg und plötzlich kommen diese alten Todesängste hoch. Wir haben aber nicht gelernt, damit umzugehen. Wie gehe ich mit Angst um? Was kann ich da tun? Und plötzlich brauche ich etwas, um mich zu beruhigen. Egal was es ist, irgendeine Art von Ablenkung, zum Beispiel Alkohol, zum Beispiel Schokolade, zum Beispiel ja, irgendwas, was mich einfach wieder in meine Wohlfühlzone zurückholt, wo man so das Gefühl hat, naja, es ist ja doch nicht so schlimm. Und interessant ist, dass Schokolade und Zucker tatsächlich genau diesen Effekt hat, dass es uns betäubt, oder? Ja, nicht nur betäubt, sondern auch auf jeden Fall beruhigt, ne? Vielleicht hast du das schon als Kind so abgespeichert, dass es wirklich auch das Belohnungszentrum direkt triggert und du dann das Gefühl hast, boah, da kommt ein bisschen Entspannung rein. Da kommt nicht nur Betäubung, auf jeden Fall auch Betäubung, aber da kommt auch so eine Entspannung, so ein Wohlgefühl. Und dieses Wohlgefühl kriegen wir manchmal
schlechter hergestellt in uns selbst, wenn gefühlt im Außen alles gerade wegbröckelt, ne, und es sich wirklich gefährlich anfühlt. Und ich glaube, Menschen, die unkontrollierbare Situationen in ihrem Leben erlebt haben als Kind und als Jugendliche oder Jugendlicher, die sind davon noch ein bisschen stärker betroffen. Wenn du vielleicht auch in deinem Umfeld jemanden hattest, der absolut nicht einzuschätzen war, wo du wirklich nicht genau wusstest, wie der im nächsten Moment reagieren kann und du dich ausgeliefert gefühlt hast, dann bist du noch stärker jetzt in dem Moment dafür, ich sag mal, empfänglich, dass dich das so fühlen lässt wie früher. Wie Walter schon gesagt hat, das sind letztlich alte Gefühle. Ich hatte das auch. Ich hatte dann wirklich so ein Gefühl in mir, der Mann muss weg. Und ich kenne das von früher, von der Beziehung zu meiner Mutter. Da hatte ich auch manchmal das Gefühl, das kann hier nur einen geben. Entweder sie oder ich. Nur einer von uns kann hier auf dieser Erde existieren. Für uns beide ist nicht genug Raum anscheinend. Und es hat sich so bedrohlich für mich angefühlt, dass ich echt nach Strategien gesucht habe, wie ich das hinkriegen kann, dass entweder sie hier verschwindet oder ich. Das hört sich krass an, aber ich habe mich dann meistens dafür natürlich entschieden, dass ich weg sein müsste und habe dann angefangen, mich selbst zu zerstören. Also all solche Mechanismen können dadurch hochkommen. Und ich habe glatt wieder gemerkt, als es mit dem Ukraine-Krieg losging, dass ich wieder angefangen habe, Symptome, Krankheitssymptome zu entwickeln, die mich selber zerstören. Das musst du dir mal vorstellen. So alt ist dieser Mechanismus in mir. Und glücklicherweise habe ich jetzt die Instrumente und Werkzeuge, dagegen zu wirken, mir das bewusst zu machen und wahrzunehmen, dass alles vielleicht auch jetzt gerade seinen Sinn hat. Wenn also in dir auch so eine Selbstzerstörungsmodus anspringt, im Moment, und es ist ja auch nichts anderes, die Schokolade in sich reinzumampfen, ist ja auch ein Stück weit ein bisschen selbstzerstörerisch, auch wenn sie es erstmal gut anfühlt. So ist es vielleicht nicht ganz besonders gesund. Kann auch mal sein, dass man das isst. Das ist alles okay. Wir haben ja gerade einen Podcast gemacht zum Thema Selbstoptimierung. Also erlaubt dir ruhig auch mal Schoki. Aber alles, was krass wird, ne, was gegen uns geht, da dürfen wir schauen, warum ist das jetzt so? Warum wähle ich diese Strategie? Vielleicht, weil du sie schon früher gewählt hast. Vielleicht ist das jetzt auch nur eine Möglichkeit, noch mehr zu sich zu kommen und den Krieg im Innen endlich zu beenden. Weil Krieg im Außen zeigt sich oftmals dann, wenn Krieg im Innen ist. Und so konnte ich wirklich gut nochmal bei mir hingucken, weil ich gemerkt habe, ach, guck mal hier, Zerstörung kann ich auch gut. Zerstörung findet gerade im Außen statt. Zerstörung findet ganz besonders über eine Person statt, bei der ich das Gefühl habe, die dominiert uns da alle, die macht Sachen mit uns, die wir gar nicht wollen. Die ganze Welt will die nicht. Und trotzdem habe ich gemerkt, okay, da gebe ich auch einer Person ganz besonders viel Macht. Wem habe ich denn früher besonders viel Macht gegeben? Bei wem hatte ich früher das Gefühl, ich bin total ausgeliefert? Und in dem Moment, wo ich mir darüber bewusst wurde, du fragst ja auch nach Strategien, wie komme ich da wieder raus? In dem Moment, wo ich mir das klar gemacht habe, darüber bewusst wurde, das beleuchtet habe, was ich gerade mache, was bei mir gerade passiert, in dem Moment konnte ich raustreten und konnte auch wieder Hoffnung bekommen, denn ich war auch ein Stück weit hoffnungslos, ich war verzagt. Ich habe auch nicht mehr an die Menschen geglaubt. Ich habe gedacht, wir sind doch alle, wir haben doch gar nichts gelernt. Und dann war ich frustriert und dachte, oh, da ist doch überhaupt nichts mehr zu retten. Was soll ich dann hier noch? Und dann habe ich aber gemerkt, nein, ich habe einen Wirkungsbereich. Ich bin nicht dieses kleine, ohnmächtige Kind von früher, das keine Wahl hat, das ausgeliefert ist, das jetzt irgendetwas tun muss, bloß um nicht ohnmächtig zu sein. Ich darf jetzt bewusst hinschauen, darf liebevoll zu mir sein und darf neue Strategien entwickeln, die mir gut tun, anstatt dass es mir Schlechtes tut. Und dann habe ich gemerkt, durch meinen Wirkungskreis, den ich habe, durch meinen Wirkungsbereich, kann ich jeden Tag etwas tun, was Frieden in mir bewirkt und damit auch Frieden im Außen. Ja, und das mache ich Tag für Tag und achte darauf, dass ich nicht so viele Medien konsumiere, bei denen man ja auch nie so ganz genau weiß, ob die jetzt wirklich so ehrlich sind oder authentisch. Und was dann wirklich auch wirklich wieder so stattfindet oder passieren soll. Also von daher hast du immer die Möglichkeit und immer die Wahl, auch etwas anders zu machen. Komm mal her, Lilly. Aber du hast ja gefragt, wie du da rauskommst. Und ja, vielleicht kennst du einige unserer Podcasts schon. Es ist eigentlich immer wieder dasselbe, wenn wir in solche Mechanismen, die mit Betäubungsstrategien zu tun haben, seien es Süchte in jeglicher Art, immer dasselbe empfehlen, dass du nicht unbedingt sofort aufhörst mit der Schokolade, sondern dich tatsächlich, bevor du sie in die Hand nimmst, kurz überprüfst, warum machst du das gerade? Was für Emotionen sind jetzt gerade da? Weil wir versuchen ja etwas zu betäuben, anstatt das, was jetzt gerade sich zeigt, die Angst oder die Emotion, wie auch immer sie jetzt gerade geartet ist, dass wir dieser Emotion auch Raum geben. Das haben wir nicht gelernt. Und genau das ist aber die Lösung für dieses Thema. Die Schokolade legt noch was drüber. Und wir würden dir sehr empfehlen,
für einen Moment innezuhalten, also wirklich anzuhalten, die Augen zu schließen und mal wahrzunehmen, was passiert da gerade in dir? Welche Emotion ist da? Was ist das für eine Angst, Wut, Ohnmacht, was auch immer für ein Gemisch an Emotionen? Und damit einen Moment zu sein, heißt damit zu atmen, anzuhalten, zu atmen und dich dabei zu entspannen. Weil normalerweise reagieren wir auf diese Emotionen, indem wir uns anspannen. Das kennst du vielleicht aus jeder Art von, in Anführungsstrichen, negativer Emotion, dass du sie versuchst irgendwie zu kontrollieren. Und ja, mit der Übung wirst du merken, dass es gar nichts passiert, wenn du ihr Raum gibst. Sie wird nämlich eher weiter, weicher und sie bewegt sich durch deinen Körper und so kann sie sich tatsächlich auch wieder verwandeln. Es geht also wirklich darum, dass du erlernst, wie du mit dieser Angst anders umgehst und eben nicht sie wegzudrücken oder wegzumachen, weil dann ist sie nicht weg. Und du siehst es ja selber, wenn du sagst, du hast 15 Kilo zugenommen. Das ist einfach wie so eine Art Mechanismus, der wird dann immer stärker und stärker. Der Sog wird auch immer stärker und stärker und das wird dich nur ja, in ein ungesundes Verhalten führen und die Emotion wird weiterhin da sein. Also in ja, vielleicht ist es ja auch eine andere Emotion, vielleicht ist es ja auch Wut oder Ohnmacht, also quasi ein Gemisch aus vielem, vielleicht auch Verdruss oder Frustration, die da jetzt hochkommt. Und ich glaube wirklich, dass wir, wenn wir auch da in diesen besonderen Situationen jetzt, die so viel nochmal in uns hochholen, wenn wir da ganz bewusst mit umgehen, wenn wir das nochmal wirklich bejahend durchfühlen, so wie Walter das auch gerade schon erwähnt hat, dass es eigentlich immer wieder darum geht, bei sich anzuhalten, bei sich zu schauen, auch zu gucken, was sind da für Gedanken in mir, was kommen da gerade hoch, auch vielleicht so Vermeidungsstrategien oder vielleicht auch schon fast wie so eine Art Entschuldigung, die man sich dann selber gibt für die Schokolade, ne? So, ach komm, ist eh schon alles egal, jetzt kann ich ja die Schokolade essen. Und das kennst du vielleicht auch von früher, ne? So eine Art innerer Widerstand auch, so ein Gefühl von Unfreiheit, die man da gerade fühlt. So ein Gefühl von dominiert werden, bestimmt werden vom Außen und sich dann wieder diesen Bereich zu suchen in sich, wo man sich aber frei und selbstbestimmt fühlt, für einen kleinen Moment, wo man eben sagt, so, und ich esse jetzt diese Schokolade, auch wenn ich schon 10 Kilo zugenommen habe, mir ist scheißegal, dieses lasse ich mir nicht nehmen. Das heißt also, da darf auch nochmal geguckt werden, in welchen Lebensbereichen fühlst du dich vielleicht manchmal unfrei, hast manchmal das Gefühl, dass es noch nicht wirklich so in deinem Leben ist, wie du es dir wünschen würdest. Da auch darfst du ganz selbst ehrlich gucken, ob du das nicht vielleicht gerade wie so eine Art auch als Ausrede nimmst, ja? Und helfen kann wirklich, sich bewusst zu machen, was gerade heute gut ist und sich auch bewusst zu machen, dass dieses Leben wirklich ein einzigartiges ist. Ich genieße seitdem jeden Tag noch intensiver, ich sehe das schon fast als meine Pflicht an, mein Leben liebevoll zu genießen und zu leben, weil es mir geschenkt wurde und weil wir hier diesen Frieden im Moment haben, ihn auch zu nutzen und zu genießen und alles aufzulösen, was noch zu einem Unfrieden in mir führt. Also von daher geht es jetzt darum, noch mehr vielleicht Gutes für dich zu tun, noch mehr darauf zu achten, dass du dieses Leben nutzt, anderen zu helfen, dich selbst zu unterstützen, weil es ja kein Zufall ist, dass du hier gerade in einem Bereich noch bist, wo du wirken kannst, wo du unterstützen kannst, wo du helfen kannst. Und das tun wir jeden Tag. Und das gibt dann so eine Sinnhaftigkeit zurück, die man manchmal kurz, ja, vielleicht wirklich verliert, wenn man all das Leid sieht. Es hilft aber nicht, wenn du mitleidest. Es hilft nicht, wenn du dich selbst kasteist. Es hilft nicht, wenn du dich selbst quälst, wenn du dir nicht Gutes tust im Moment. Es hilft vielmehr, wenn du in deiner Kraft bleibst, damit du andere unterstützen kannst und wirksam bleiben kannst. Dazu haben wir 2 Angstmeditationen übrigens ja auch aufgenommen für euch. Und es gibt einen Podcast auch zu dem Thema Essverhalten. Vielleicht magst du auch da nochmal reinhören. Es gibt ganz viele Podcasts von uns zum Thema Bejahen im Fühlen. Und es gibt auch einen Podcast dazu, wie du resilienter werden kannst in solchen Situationen, die einfach echt maximal herausfordernd sind. Und es gibt Podcast dazu, wie du authentischer sein kannst und dir selber mehr zuhören und deine Herzstimme mehr hören. Also du merkst schon, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die du jetzt tun kannst für dich, um wirksam zu sein, um wirksam zu bleiben, um liebevoll zu sein zu dir und damit auch zum gesamten Menschentum und auch zur Erde. Hört ihr die Vögel zwitschern? Ich finde das auch sehr beruhigend und sehr unterstützend, lebensbejahend. Ja, und die Lilly nimmt das Ganze immer so, wie es kommt, jeden Tag, immer so. Und ist einfach für alles bereit. Ja, macht sich keinen Stress. Wenn sie gestresst ist, das ist sie schon manchmal, gell, Lilly? Komm her. Dann schüttelt sie sich und wirft alles wieder ab.
Und genießt ihr Leben jeden Tag. Jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Genieß dein Leben. Und wenn sich Emotionen zeigen, dann nimm wahr. Halt an, lass sie da sein und entspann dich dabei, atme dabei und du wirst sehen, sie werden sich mit der Zeit dann immer weicher und leichter anfühlen, sodass du sie nicht weiter wegdrücken musst oder Schokolade drüberlegen musst. Also, alles Gute dir. Bis bald.